Okay. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer PlayTV, und begrüße euch zu einer weiteren Folge der Channel News. Ja, meine lieben Freunde, wir haben wieder einen YouTube- und Twitch-Teil und zum Schluss heute den Allgemeinteil. Und ich würde nicht lange herumquatschen, fangen wir direkt an mit dem YouTube-Teil. Der YouTube-Teil. Laufende Projekte im September. Am 16.09.2022 haben wir live auf die neueste Nintendo Direct reagiert, wo das neue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mit Release-Date und Titel natürlich angekündigt, wo ich natürlich komplett ausgerastet bin. Dann im Oktober fingen wir an mit der geupdateten Roomtour. Im Oktober haben wir angefangen. Dann haben wir am 6.10.2022 auf eine weitere Nintendo Direct reagiert, die sich aber speziell nur um den Super Mario Film handelte. Das bedeutet, es ging nur um den Super Mario Film und das war mega. Der Trailer war mega cool. Die Schauspieler, die die Rollen sprechen, sind ja sowieso gut besetzt und das war halt das zweite im Oktober. Als drittes ging The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Das Let's Play ging weiter. Wir sind ins zweite Gebiet gegangen und haben da ein paar Sidequests gemacht und haben noch zusätzlich den zweiten Dungeon abgeschlossen mit der Feenbelohnung, dem Dungeon-Item, dem Boss besiegt und dieses Gebiet wieder gerettet. Dann als viertes ging auch The Legend of Zelda Breath of the Wild das Let's Play weiter. Und zwar sind wir da in ein neues Gebiet gegangen, und zwar nach Ranel, und haben uns auf dem Weg zum Dorf der Soras aufgemacht. Endlich auch eine mega geile Sache und bin mega stolz darauf. Bevorstehende Projekte im November. Hier wird's einfach krass. Erstens möchte ich The Legend of Zelda Majora's Mask 3D weiter Let's Playen. Dann, zweitens, The Legend of Zelda Breath of the Wild möchte ich natürlich weiter Let's Playen. Und als dritten Punkt möchte ich Super Smash Bros. Melee beenden. Das sind jetzt in der Rohaufnahme nur mehr 5 Charaktere, die ich richtig spielen muss. Der Rest ist alles im Rohschnitt, das heißt, ich kann das alles fertig schneiden und fertig machen. Viertens möchte ich weiter Super Mario 3D World weiter Let's Playen. Und natürlich Super Smash Bros. Ultimate möchte ich natürlich weitermachen. Aber ab Dezember wird sich etwas komplett auf YouTube ändern, aber das reden wir dann unten im Allgemeinteil. Jetzt würde ich sagen, es geht ab in den Twitch-Teil. Der Twitch-Teil. Streams im September hatten wir 2. Am 17.09. hatten wir einen Stream zum Testen aller neuen Funktionen. Meinen neuen Facecam-Hintergrund, meiner neuen Kamera, die ihr auch heute seht. Der kompletten neuen Beleuchtung. Einfach alles zum Testen gehabt und es hat am Anfang so gelaggt, weil OBS am Tag danach Update gebraucht hat. Musste ich ein bisschen herumspielen mit OBS, aber dann funktionierte es sehr gut. Und hat komplett funktioniert dann. Am 24.09. habe ich mit einer Motivation an 24-Stunden-Stream angefangen. Und dann bei 12 Stunden, muss ich kurz was holen. Ja, nach den 12 Stunden hatte ich dann so ein paar Internetprobleme, da mein geliebter Devolucube, der hier, nicht mehr funktionierte. Der ist mittlerweile kaputt. Er geht nicht mehr. Null. Mittlerweile habe ich mir schon einen neuen gekauft. Der funktioniert auch wieder, weil sonst könnte ich jetzt auch keine Videos mehr hochladen. Der ist direkt in der Steckdose mittlerweile und der funktioniert halt viel besser als der alte. Ja, das bedeutet, der hat mein Internet im Zimmer kaputt gemacht, ich habe nicht mal online spielen können, ich habe nicht mal streamen können und hochladen auch nicht. Das heißt, ich war ein paar Tage ohne Internet im Zimmer. Hab mir aber dann den Nein gekauft und jetzt geht wieder alles. Ja, Streams im Oktober hat man leider nichts gehabt. Und wie wird es jetzt ausschauen im November? Es werden immer Streams jetzt Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden. Live Let's Plays, Reactions und noch vieles mehr, also Live Let's Plays, Live Plays selber. Reaction, Projekte, einfach alles andere. Aber nur mehr Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, das war der Twitch-Teil. Und ich würde jetzt sagen, ab zum Allgemeinteil. Also, der Allgemeinteil.
Was wird sich auf den beiden Channels, also Twitch und YouTube, verändern? Ab Dezember wird es mit Freitag, Samstag, Sonntag wirklich sein. Dann, zweiter Punkt, also Twitch, Freitag, Samstag, Sonntag Streams. Nichts mehr anders. Das probiere ich im November durchzuziehen und dann im Dezember komplett so weitermachen und dann das nächste Jahr darauf hin. Jetzt auf YouTube zu sprechen. Ab Dezember werden nur noch 2 Let's Play Projekte auf dem Kanal laufen. Das heißt, nicht so wie Smash, Minecraft, was jetzt aktuell läuft. Da werden die Projekte einfach beendet. Oder auf Eis gelegt, dass ich mindestens ein Spiel durch hab. Das möchte ich so, das gehört in die Kanalstruktur eine. Das heißt, dazu kommen zu diesen Projekten jeden Tag abwechselnd ein Part zu den 2 Projekten jeweils. Und am Wochenende kommt jeweils eine Folge von beiden Parts, von beiden Projekten online. Das bedeutet zum Beispiel, Montag, Mittwoch, Freitag kommt vom ersten Projekt eine Folge. Zum Beispiel nehmen wir jetzt The Legend of Zelda Breath of the Wild, kommt jetzt jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag dann. Weil ich weiß, Breath of the Wild wird noch ein paar Monate uns verfolgen. So. Und dann kommt dann das zweite Projekt, haben wir jetzt Lego Star Wars die Skywalker Saga, kommt dann dienstags und donnerstags im zweiten Projekt. Und dann Samstag, Sonntag kommt von den 2 Projekten jeweils am Tag ein Part. Und jetzt kann man sagen, jetzt habe ich es von Hübi geklaut, beziehungsweise von seinem 2-Channel Hübschrauber. Und ja, ich habe mich inspirieren lassen, weil ich finde seine Art auf Hübschrauber, wie er das Let's Play, mega nice. Ich finde es perfekt, wie er es macht und ich würde es auch nicht mehr anders machen wollen, wie ich es jetzt geplant habe durch ihn. Und muss deswegen Props an Hübi geben. Ein geiles Ding, was er macht. Das gleiche zählt aber auch für Minecraft und LS-Projekte. Zum Beispiel, wenn jetzt Minecraft Herbert im Jänner wieder startet, ist Minecraft Herbert eines von diesen Projekten. Du läuft kein Zelda, du läuft kein Mario oder irgendwas nebenbei. Das sind nur noch mehr 2 Projekte pro Video. So ist es jetzt einfach mit den Projekten. Das Einzige, was noch ein bisschen anders ist, sind die Special-Videos. Das sind wie Top-Listen, Lieblingsspiele, Talk-Videos und Sammlungsvideos. Die kommen, wenn ich sie produziere und wenn ich Bock habe. Das heißt, es könnte morgen eine Top-List kommen, es könnte aber auch erst nächstes Jahr wieder eine kommen. Ja, aber das soll es gewesen sein. Ab zum Outro. So Leute, das soll der Monatsrückblick von September und Oktober gewesen sein. Alles, was im November passieren wird. Das waren die Channel News. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und für den aktuellen Mega-Support auf meinem Kanal. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet und würde dann sagen, tschö mit ö, tschö mit v. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von den Channel News wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Hey,